Das nehme ich gern mit. Soldaten. Das muss Enkis Expedition gewesen sein. Ich schaue es mir genauer an. Von Maschinen getötet. Und eine Nachricht. Sie glaubten, Rokumo führe etwas im Schilde. Ich sollte herausfinden, was hier passiert ist. Mein Fokus kann helfen. Diese Quen wurden von Maschinen angegriffen, aber haben sich gewehrt. Zumindest eine Zeit lang. Material. Für ein Floß? Vielleicht wollten die Quen die Insel verlassen, nachdem Rokumo das Boot genommen hatte. Sechs Schlafsäcke, aber nur drei Leichen. Enki und Rokumo nahmen das Boot. Aber wo ist die letzte Soldatin? Okay, die gestrandeten Quen bauten ein Floß und wurden von Maschinen getötet. Enki und Rokumo waren schon weg. Aber noch eine Quen ist entkommen. Ich sollte nach Spuren suchen und herausfinden, wo sie hingegangen sind. Da, Spuren. Vielleicht mehr als eine. Thank you.
Die letzte vermisste Quinn. Im Kampf gestorben. Sie wurde erstochen. Rockumo hat über die Geschehnisse hier gelogen. Seine Spuren führen noch weiter. Die Spuren enden am Wasser. Das sind Schleifspuren. Er hat ein Boot abgelegt. Dann hat Rockumo die Quen getötet und Enki mitgenommen. Die anderen starben hier. Aber erst sollte ich den Frachtbrief finden, den Enki haben wollte. Er könnte in einer Ruine sein. Vielleicht der Turm da. Kletterausrüstung. Enki ist in der Höhle und versucht, den Turm zu finden. Wahrscheinlich um den Frachtbrief zu finden. Thank you.
Vielleicht ist der Frachtbrief bei der Ausrüstung. Hier. Das sind eine Menge Daten, aber sie sollten der Heimat der Quen mehr Fokus bringen. Ich sollte erstmal den Wirbel finden, den Rokumo erwähnt hat. Vielleicht kann ich Enkis Fokus aus dem gesunkenen Wrack bergen. Wow, dieser Wirbel wühlt das Meer auf. Hier muss Rokumos Boot gesunken sein. Vielleicht kann ich da unten Enkis Fokus finden. Ich tauche lieber mit Abstand. Also Lastwagen könnten mir Deckung geben. Enkis und Rokumos Boot. Kein Fokus in Sicht. Ich muss weitersuchen.
An seinem Schwert. Der Fokus eines Wahrsagers. Wenn ich schnell bin, kann ich ihn rausholen. Wirklich heftig. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Nur noch ein bisschen. Kokomo aufspüren. Kokomo müsste hier irgendwo sein. Er hat einiges zu erklären. Da ist er. Ah, du bist also zurück. Aloy. Du hast mich eingeholt. Du hast gelogen, Rokomo. Ich war auf der Insel, wo du deine Kameraden zurückließt. Maschinen töteten drei, aber der vierte... Du hast sie umgebracht. Und dann Enki verschleppt. Du kennst also die Wahrheit. Als wir das Lager aufschlugen, sah ich Enki mit einer Kameradin davonschleichen. Ich folgte ihnen. Ich belauschte ihr Gespräch über irgendeinen Brief. Da bemerkte Enkis Kumpanin mich und griff an. Sie ließ mir keine Wahl. Du solltest Enki ausspionieren. Mein Befehl auf dieser Expedition war, Offizier Reng zu dienen. Und Reng ahnte, dass Enki irgendwas plante.
Und deswegen sind alle außer dir jetzt tot. Aber eins verstehe ich nicht. Wieso schickst du mich los, sie zu retten, wenn ich die Wahrheit entdecken könnte? Meine Untat ungeschehen zu machen, wäre es wert gewesen. Bevor Enki starb, fragte ich ihn, warum er mich nicht von den Maschinen töten ließ. Seine Antwort war einfach. Wir zwingen uns, schreckliche Dinge zu tun, weil wir glauben, keine Wahl zu haben. Deshalb wollte ich meine Fehler wieder gut machen. Er wollte dir zeigen, dass es anders geht. Wenn du wirklich Buße tun willst, dann biete Reng die Stirn. Er hat dich angestiftet. Meine Untat zu gestehen ist das eine. Aber der Aufsicht zu trotzen? Reng wird dem Rat bei unserer Rückkehr Bericht erstatten. Ich würde nie wieder frei sein. Würde das Enki stoppen? Tja, du hast die Wahl, solange du das nicht vergisst. Denk drüber nach.